gerade eben wirklich passiert Ricarda Lang mit einem großen öffentlichen Auftritt und jede Aussage ist peinlicher als die vorherige. Und das ist mal wieder hier das beste Beispiel, was eigentlich passiert, wenn wir Politikerinnen in Deutschland haben, die nicht einmal einen Berufsabschluss oder ein Studium abgeschlossen haben. Amateurpolitiker, die uns hier komplexe geopolitische Situationen in einfachen Sätzen erklären wollen, und das geht natürlich total nach hinten los. Bevor wir jetzt reinschauen, warne ich Sie aber vor, atmen Sie dreimal tief durch, Ruhepuls runterfahren, und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der ersten Absurdität. Was bedeutet es denn, Friedenspartei zu sein, wenn ein Land auf diese Art und Weise angegriffen wird? Und für mich gab es immer wieder einen Satz, der mir in der Zeit viel Orientierung gegeben hat. Und das ist der erste Satz unseres Grundsatzprogrammes. Dort steht, im Zentrum der Politik steht der Mensch in seiner Würde und Freiheit. Und was bedeutet es denn, die Würde des Menschen zu verteidigen, wenn ich die Menschen zu unterstützen, deren Würde gerade von Kriegsverbrechern massenweise dem Erdboden gleichgemacht werden soll? Was bedeutet es, eine Friedenspartei zu sein? An dieser Stelle konnte ich mich kaum mehr zurückhalten. Ricarda Lang erzählt uns hier allen Ernstes etwas von den Grünen und die große Friedenspartei. Und bevor wir uns das Spektakel weiter anschauen, möchte ich Ihnen kurz einmal diese Karte zeigen, die im Grunde alles widerlegt, was Ricarda Lang hier uns weismachen will. Sie erzählt etwas davon, dass Russland der große Aggressor wäre, der die Ukraine angreifen würde. Dann erklären Sie mir doch mal, Frau Ricarda Lang, diese Karte, wo man doch deutlich sieht, wann die europäischen Länder der NATO beigetreten sind. Und was uns sofort auffällt, wenn wir mal das Augenmerk hier auf Osteuropa lenken, dann sehen wir, ganz viele Länder sind erst in den letzten Jahren der NATO beigetreten. Und das Ganze wird umfasst in den einfachen Begriff NATO-Osterweiterung. Und jetzt könnte vielleicht nochmal jemand Frau Ricarda Lang erklären, dass diese besagte NATO-Osterweiterung eben massive Sicherheitsbedenken bei den Russen ausgelöst hatte, dass mehrfach Bedenken angemeldet wurden und dass die NATO einfach so weitergemacht hat wie bisher. Und damit ist die Frage auch ganz einfach beantwortet, wer denn hier der Aggressor ist. Ganz bestimmt nicht Russland, sondern eine aggressive NATO, die nicht genügend Staatsgebiete einverleiben kann. Und jetzt gibt es andere Stimmen. Es gibt sie teilweise hier vor der Tür. Es gibt sie jetzt mit einem Aufruf von Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer, die sagen, Frieden, das heißt für uns, die Ukraine muss jetzt mal nachgeben. Die Ukraine, die sollte jetzt eigentlich aufgeben. Aber ich frage mich, was ist das denn für ein Frieden, wo Menschen in besetzten Gebieten leben, wo ihnen ihre Sprache verboten wird, wo ihre Kultur verboten wird? Ja, was ist denn das für ein Frieden? Und diese Frage, Frau Ricarda Lang, kann ich Ihnen auch ganz einfach beantworten. Wenn wir uns hier nochmal eine Karte anschauen und diesmal sehen wir die Ukraine und auf dieser Karte ist deutlich ersichtlich, wie hoch denn der Anteil der russischen Bevölkerung in den einzelnen Bundesländern oder Regionen ist. Und wenn wir uns jetzt mal die Ostukraine anschauen, zum Beispiel hier die Gebiete Luhansk, aber auch dann hier die Krim zum Beispiel oder eben Donetsk, dann sehen wir ganz deutlich, diese Gebiete haben einen erheblichen Anteil von russischer Bevölkerung. Und genau dieser erhebliche Anteil der russischen Bevölkerung hat in einer freien und unabhängigen Volksabstimmung dafür gestimmt, dass sich diese Gebiete Russland anschließen. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, welches Verteidigungsbündnis diese freien und unabhängigen Volksentscheide nicht anerkannt hat. Die NATO und der Westen. Und genau das ist doch eben der Disput, Frau Ricarda Lang. Sie erklären uns doch gerade eben in Ihrer großen Rede, man müsste eben solche demokratischen Entscheidungen respektieren. Und dann aber auf der anderen Seite werden solche freien und demokratischen Volksentscheide eben nicht akzeptiert. Und das entlarvt eben diese ganze Doppelmoral des Westens, der NATO und der Grünen. Denn eines ist klar, wenn die Ukraine die Waffen niederlegt, dann endet die Ukraine.
wenn Russland die Waffen niederlegt, dann endet dieser Krieg. Und deshalb unterstützen wir die Ukraine, weil wir wollen, dass dieser Krieg endet. Und deshalb unterstützen wir die Ukraine, weil wir Frieden wollen. Also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, Frau Ricarda Lang erklärt uns hier, dass sie die Ukraine mit Waffen beliefern, weil sie Frieden wollen. Aber nach meiner Logik ist es doch im Gegenteil so, dass Waffen eben nicht für Frieden sorgen, sondern für ganz viele tote Soldaten auf beiden Seiten. Und nun braucht es doch im Grunde Verhandlungen, wie es Frau Sarah Wagenknecht oder auch Alice Weidel schon mehrfach erläutert haben, einfach um den Frieden in die Ukraine zu tragen. Und das Amüsanteste an dieser ganzen Kriegserregung, die die Grünen gerade eben ausleben, ist doch im Grunde, dass ganz viele ältere Grünen-Mitglieder, die ehemals dieser Partei beigetreten sind, für den Pazifismus, für den Frieden, die sind eben mit diesem Vorgehen nicht einverstanden. Und ein gutes Beispiel hierfür sehen wir in diesem Fokusartikel. Eine ehemalige Grünen-Spitzenfunktionärin rechnet so richtig mit der Grünen-Partei ab. Und wenn wir uns nun mal hier die einzelnen Punkte anschauen, dann kann ich da wirklich nur zustimmen. Zum Beispiel sagt sie hier: Beim Ukraine-Krieg wird nicht auf Verhandlungen gesetzt, sondern auf immer schwerere Waffen. Dabei stand noch im Wahlprogramm, dass keine Waffen in Kriegsgebiete gesendet werden dürfen. Nun sollen sogar uranummantelte Raketen in der Ukraine eingesetzt werden. Man hält sie nicht mehr für so gefährlich. Zur Erinnerung, im Irakkrieg wurden genau diese Raketen massiv angeprangert. Und das zeigt eben diese 180-Grad-Wende, die die Grünen hingelegt haben, von einer ehemals pazifistischen Partei, die jeglichen Konflikt abgelehnt haben, die immer auf Verhandlungen gepocht haben. Jetzt 180-Grad-Wende zu einer Partei, der es nicht zu kriegerisch genug sein kann, die immer mehr Waffen liefern will, die den gesamten Konflikt eskalieren will. Es gibt sogar bei der Grünen Jugend einzelne Mitglieder, die fordern mittlerweile schon den Atomkrieg. Und da fasse ich mir doch an den Kopf, was ist denn aus den ehemals Pazifisten in dieser Partei geworden? Und ein zweiter Punkt, den ich auch noch wirklich genau ins Schwarze treffen finde. Baerbock sagt leider ziemlich oft Dinge, die sehr unüberlegt sind. In meinem Wortlaut, sie sagt häufig sehr dumme Dinge. Dabei sollte der Anspruch an das Außenministerium zuallererst diplomatisches Geschick sein. Wir dürfen nicht vergessen, Annalena Baerbock ist die Chefdiplomatin unseres Landes. So jemand sollte nicht anheizen. Jedes kriegerische Auftreten ist fehl am Platz, denn dadurch geschieht das Gegenteil von Deeskalation. Also ich könnte es nicht besser sagen, da ziehe ich meinen Hut vor dieser Dame, die es geschafft hat, aus dieser grünen Sekte auszutreten und hier nochmal freidenkerisch diese genialen Gedanken zu formulieren. Würden Sie der Dame denn zustimmen, schreiben Sie es doch mal in die Kommentare. Ich lese mir alle davon durch, versprochen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, das nächste Video ist dann mit einem etwas erfreulicheren Thema. Vielen Dank.